Eieiei, so. Wie sieht's aus, Molucca? Portals Code. Kann ich denn jetzt? Oh, es klappt. Oder werde ich jetzt irgendwo anders hin? Geil. So, und jetzt möchte ich nur noch mit dem, Ah, okay. Zack. Ich muss das erstmal. Also das mit den Teleporter ist noch eine komplizierte Sache. So. Hä? Das kapiere ich jetzt nicht. This Portals Code 1. Ja, darf ich denn noch mal teleportieren oder ist das ausschließlich das ist ja merkwürdig. Also diesen Teleporter hier verstehe ich gar nicht. Der ist komisch. Ich möchte mich teleportieren. Der funktioniert ja nicht immer. Ich möchte mich teleportieren. Hallo. Wow. Alter, wie hoch man hier springen kann. Lol. Verstehe ich nicht. Kapiert ihr den Teleporter? Ich kapiere ihn irgendwie nicht. Mal funktioniert er nicht. Was ist, wenn ich jetzt auf T drücke? Hab grad nö. Kann man eine verbesserte Version davon craften? Das ist ja echt nervig. Sollte den Teleporter nicht so offen rumstehen lassen. Aber ich möchte mal gucken. Warum geht denn der Kack nicht? Und gleich kommt da was raus. Raus aus meinem Haus! Mietnomaden! Hör auf, an mir rumzuknabbern. Ich weiß, dass ich lecker bin. So. Ich möchte teleportieren. La 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 la. Ich mache jetzt den Teleporter kaputt. Ich töte dich. Nein, das funktioniert natürlich nicht. Warte mal, ich mache das mal so. So, und dann ist es auf 1. Aber das will nicht. So. Alter, müssen wir da extra jetzt hingehen? Ich gehe da jetzt noch mal hin.
Ich gucke mal, aber vorher noch mal in die Beschreibung. So, beware entering this teleporter at the same time as a pixie. You've been warned. Ja, das machen wir vielleicht mit einem neuen Teleporter. Weil ich möchte jetzt erstmal die Verbindung hier herstellen. Und jetzt geht der Teleporter auf der anderen Seite auch nicht. Dann lache ich mich kaputt. Auf jeden Fall, das ist halt sozusagen meine Dummy-Welt gewesen. Ich hoffe, viele können sich den logischen Schluss aus diesen Namen erschließen. Dummy. Welt. Ne? Und viele kennen jetzt auch ein trauriges Geheimnis. Wow. Das hier ist ja die reinste Hölle. Hi Jungs, ich bin gar nicht da, ich bin gar nicht da, ich existiere überhaupt nicht. Alter, das habe ich wirklich nicht gedacht, dass da so viele Monster spawnen. Also ich lege mich gerne mit ein Schwein an, aber nicht mit einer ganzen Armee voller Tiere der Finsternis. Haha, verarscht, verarscht. La 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 la
Hier, wo jetzt das ganze Holz, also überall, wo er Holz sieht, war vorher Gestein, Fossilien oder nix. Das hat wirklich viel Zeit, in Anspruch genommen, damit ich das irgendwie hier habe. Wow, wow, wow. Ein Erdbeben. Wow. Wir sind gerade im dritten Tag bei Majora's Mask angekommen und warum? Merkwürdig. Heißt das, ich muss hier nur ein so ein Teil? Portals Code und dann. Upp, nein? Vielleicht hier? Wupp, wupp. Warte mal, ich nehme mal jetzt alles raus aus den Portalen. Verstehe das nicht. Wir gehen jetzt noch einmal zurück und danach werde ich, denke ich mal, erstmal den Part dann beenden. Weil dieser Part kommen oder diese zwei Parts, ein Part davon wird am Freitag schon kommen und ein Part am Sonntag. Ich glaube, diese Hälfte, falls es eine Hälfte sein wird, ich weiß nicht, wie lange ich aufnehme, wird am Sonntag rausgehauen werden soll oder so. Was ist denn heute mit meiner Chromatik los? Chromatik-tätig. Aber ich muss schon sagen, vom Aussehen her sieht das Spiel richtig geil aus. Also da hat es große Sprünge gemacht. Es muss halt nur noch in so manch Sachen oder vielerlei Dingen nur noch konstanter werden. Dann kann man schon. Dann ist es eigentlich schon perfekt. Oh, warum willst du denn nicht springen? Burn, Baby, burn! Ich hab nichts gesagt. Ich sollte mal ein bisschen Zahn zulegen. Vielleicht kann der Teleporter auch nicht genutzt werden, wenn so viele Items drin liegen. Weil in den Zahlen kann ich nichts verändern. Die Zahlen sind nicht änderbar und ich komme immer hier raus. Hier, da unten, diesen Bereich, den möchte ich dann noch zum Keller machen. Von diesem Gebäude hier, eventuell. Autsch. Das hat weh. Alter, aber man springt auch viel höher. So. Teleports to this. So. Okay. Leaf is usually hang out. Eisbomben. Lava gibt's. Geile Scheiße. Mensch, hatte ich mir doch nicht ausgedacht. Und kann ich jetzt wieder? Yay! Okay, wir dürfen nichts in die Teleporter reinlegen. Das ist geil. Entschuldigung. Putting torches on your thatches walls might set your dreams ablaze. Okay, gut. Wir haben jetzt nun eine Verbindung und haben wir noch ein Schild? Oder Schilder, eher gesagt. Weil dann können wir es so machen. Ich habe da jetzt. Jetzt kommen die Ideen genau am Ende, wo ich aufhören will. Ich sollte mich schämen. Ich meinte das. Warum ist ein 1 denn nie besetzt? Ist das irgendwie ein Bug oder so? Keine Ahnung. What the fuck? Das sieht scheiße aus. Muss ich mal. Oh, vorsichtig, Tastatur. Interact with me. Ich interakte gleich mit.
Nee, das sage ich jetzt nicht. Teleporterhaus. Oder was das auch immer sein soll. Und dann mache ich neben den Teleportern dann immer. Zum Dummyhaus. Und dann. Wupp. Was ist das denn für ein Block? Ja, was mit der Musik los ist, keine Ahnung. Der scheint oder die scheinen. Kann man. Vielleicht kann man Musik auch selber machen. Vielleicht kann man sich so eine eigene Playlist reinmachen. Gucken wir doch noch mal. Exit World. No, no, no. Games World. Audio. Da ist nix. Controls. Toggle. Keine Ahnung. Na gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, dann verabschiede ich mich von dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Dummy-Haus hier und wie ihr auch das Denkmal findet. Wie gesagt, das Denkmal ist etwas, ja, für mich etwas ganz Besonderes. Also, das ist so eine, ja, wie soll ich sagen? Das ist ein Werk entstanden aus meinem Herzen, will ich mal sagen. Das stimmt ja auch. Ich meine. Oh. Oh. Ich meine, in irgendeiner Art und Weise soll er ja in Erinnerung bleiben, ne? Und wer hätte das nicht für sein liebstes Tier auch gemacht? Und im nächsten Part, ich gucke mal, wie tief die. Oh, what the fuck? Nein, 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 nein. Wo bist du? Wo bist du? Nein, nein, nein. Wow! Scheiße. Du scheiß verdrecktes Kackvieh. Ich bin gleich tot. Hihi. Was ist das denn? Ein Kaktus? Man kann Kakteen hier machen, wie geil ist das denn? Alter. Ich bin von diesem Spiel ziemlich geflasht, muss ich sagen. Ich bin geflasht, yo. Na gut, ich verabschiede mich von hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann das nächste Mal. Am Montag wieder, also morgen, an irgendeinem Montag. Ich weiß nicht, wie lange ich aufgenommen habe. Und verabschiede mich jetzt. Bis dann, ciao.